Maskottchen gelten in den USA als eine der unglücklichsten Berufsgruppen überhaupt. Oh, scheiße. Ja, kann ich verstehen. Oh mein Gott. Oh, ey, der sieht eigentlich ganz zufrieden aus. Liebe Mitmenschen, aufgrund der Angst vor dem Zorn Gottes möchte ich in diesem Video nicht erkannt werden. Okay, Spaß beiseite. An diesem wunderschönen Sonntag... Oh Gott, es ist Sonntag. Das heißt, morgen ist Montag. Ah. Würde ich mit euch ganz gerne zuerst über die Seite kreuz.net sprechen. Kreuz.net? Was ist denn das? Seid froh, dass ihr es nicht kennt. Das ist die Internetseite, die mich momentan unfassbar zum Kotzen bringt. Kreuz.net, die Seite bezeichnet sich selbst als größte katholische Bastion im Internet. Aber mit religiöser Aufklärung hat die Seite in etwa so viel am Hut wie Adolf Hitler mit Nächstenliebe. Mag überzogen klingen, ist es aber absolut nicht. Auf dieser Seite heißt es unter anderem, und das zitiere ich jetzt nur. Mehrere Homo-Entartete zogen splitternackt durch Wien. Damit liefern die Schwuchteln den Beweis, dass es sich bei ihrer Homo-Perversion um eine Entwicklungsstörung handelt. Außerdem hetzt die Seite aufs Übelste gegen Alleinstehende, gegen Islamisten, gegen Juden, gegen Menschen, die verhüten. Ich meine, what the fuck? Ich meine, what the fuck? Jetzt mal ganz im Ernst, ich kann es einfach nicht oft genug sagen. What the fuck? Okay, ganz ehrlich, mit konservativer Religion habe ich persönlich nicht viel am Hut. Aber ich weiß, dass dieser menschenverachtende, dieser antisemitische Scheiß, der auf kreuz.net publiziert wird, nichts mit dem Christentum oder christlicher Religion zu tun hat. Sondern dieser Artikel von offensichtlich erzkonservativen, völlig geistesgestörten Idioten im Internet veröffentlicht werden, die damit versuchen, ihre völlig kranken Ideologien zu verbreiten. Sie bezeichnen Anonymous als Antifa-Neonazis. Das macht keinen Sinn. Wenn hier jemand Nazi-Methoden verfolgt, dann dieses angeblich gottesfürchtige Pack von kreuz.net. Den Link zu dieser Seite habe ich euch in die Beschreibung gepackt und wenn ihr diese Seite besucht und es länger als 3 Minuten dort aushaltet, dann wäre es mir nur recht, wenn ihr die Seite mit Kommentar zubombt oder was auch immer. Denn solche Aussagen wie auf dieser Schandseite widersprechen absolut einer aufgeklärten und intelligenten Gesellschaft von heute. Oh, ich krieg Kopfschmerzen von dem Scheiß. Nächstes Thema. Oh, das ist ja auch was Beschissenes. Die GEMA, unser aller Schätzchen, hatte mal wieder eine ganz tolle Idee. 2013 will die GEMA bei deutschen Clubs und Diskotheken nämlich nochmal so richtig abgreifen. Die Betreiber der Berliner Clubszene beispielsweise stehen vor der Wahl. Entweder dicht machen oder das bis zu 14-fache der bisherigen GEMA-Gebühren zahlen. Das ist einfach nicht machbar. So geht's etlichen Clubs in Deutschland. Was die GEMA sich dabei denkt, wie diese Rechnung zustande kommt. Ein genauerer Artikel dazu in der Videobeschreibung. Mir persönlich geht's hier nur darum, euch ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Vor allem werde ich euch über das Thema auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ich werde sofort eine Petition online stellen, sobald ich eine gefunden habe, die dagegen vorgeht und seriös ist. Wenn ihr bereits eine kennt, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Nächstes Thema. Von Sachen, über die man sich aufregen kann, hin zu Sachen, die dafür sorgt, dass Kinder sterben. Ja. Um genau zu sein, ist das nächste Thema ziemlich bekannt. Allerdings haben viele von euch mich per PN auf das Thema angesprochen, dass ich doch darüber mal ein paar Worte verlieren könnte. Und wenn ihr zum Beispiel Themen habt, dann schickt mir die gerne per PN auf YouTube mit dem Betreffle News. Und wer weiß, vielleicht schnacken wir ja mal drüber, ne? Ne. Es geht um das, na, habt ihr schon? Pokémon? Blaue, rote Version? Kassavandia-Syndrom. Episches Echo. Für alle diejenigen unter euch, die damit nichts anfangen können. 1996, Veröffentlichungsdatum der beiden Pokémon-Spiele Rot und Blau, wie sie hier in Europa und den USA heißen, in Japan. Während diesem Jahr wurden in Japan vermehrt Todesfälle zwischen den 10- und 16-Jährigen verbucht. Als gemeinsamer Nenner stellte sich dabei tatsächlich heraus, dass die Patienten die beiden Spiele gespielt haben. Wie zugegeben wahrscheinlich jeder Japaner zwischen 10 und 16 zu dieser Zeit. Interessant dabei ist allerdings, dass man früher oder später auch damit anfing, sich mit dem Sounddesign des Spiels auseinanderzusetzen. Der Mythos sagt also, dass die Musik im Spiel, speziell das Thema des Lavandia-Turms, ganz bestimmte hochfrequente Töne beinhaltet, die sich auf die Psyche der Kinder auswirken können. Es ist allgemein bewiesen, dass sich Frequenzen auf die Stimmung und teilweise sogar psychomatisch auf den Körper des Hörers auswirken können. Psychosomatisch heißt in diesem Fall nichts anderes, als dass die Psyche dem Körper einredet, er wäre krank und diese Symptome dabei tatsächlich in der Realität auftauchen. Die Palette ist lang, von schwersten Kopfschmerzen bis hin zu Lähmungserscheinungen, schweren Depressionen, Suizide, deren Grund nicht einwandfrei nachvollziehbar ist, in verschiedensten Altersklassen. Ich persönlich habe mir bei der Recherche das Lavandia-Thema nochmal einige Zeit angehört und ich muss sagen, es ist unfassbar unangenehm und ich bin so ein bisschen müde dabei geworden, mehr ist allerdings nicht passiert. Für alle, die es nicht kennen, in Deckung hechten und weghören oder einmal kurz zuhören, das ist das Lavandia-Thema.
Es stresst schon ganz schön. Würde ich mich deswegen umbringen? Nach 48 Stunden Dauer hören? Wahrscheinlich. Was augenscheinlich auch für den Mythos des 1996er Spielejahrgangs spricht, ist, dass die später erschienene US- und europäische Version im Sounddesign leicht verändert wurde. Man hat bestimmte Höhen und Tiefen im Frequenzbereich entfernt und das haben verschiedene unabhängige Sounddesigner tatsächlich bestätigt. Was denkt ihr darüber? Ist das angewiesen worden, um die vermeintliche Katastrophe in Japan zu vertuschen? Hat man das Problem eventuell sogar erkannt und musste reagieren, um in Europa und den USA nicht solche Symptome hervorzurufen? Es ist unfassbar, wie viele Mythen sich um die ersten Pokémon-Spiele für den Gameboy drehen. Vielleicht sollte ich das mal Let's Play. Wie ist eure Meinung zu den Pokémon-Todesfällen? Ist da was Wahres dran oder ist das Ganze nur Spinnerei aus dem Internet? Ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, Tüdelhutgas! Ihr wisst, was das heißt, haltet die Ohren steif und bis Dännchen. Ne? Aha.